Lieber Herr Moser, heute wird wieder kräftig gemosert. Das heißt, es gibt einen Grund zum Mosern. Warum ist denn das so? Ja, Gründe gibt es so viele, da müssen wir eine Stunde uns drüber heute unterhalten. Aber es gibt einige Dinge, die man wirklich einmal wieder vor den Vorhang holen sollte. Und es gibt genügend Dinge, die man zurzeit kritisieren kann. Wir befinden uns ja momentan wieder in dem sogenannten sanften Lockdown demnächst. Wie stehen denn Sie zum Lockdown im Allgemeinen? Ja, wir haben ja zwischenzeitlich wieder einen härteren Lockdown, der natürlich viel zu spät eingeleitet wurde, dass die Pandemie hier ist. Das kann, glaube ich, keiner mehr abstreiten. Wie man es auslegt, ob so oder so, das sei den Medizinern überlassen. Aber unser Herr Angstschober, der Chaotenminister in unserer Regierung, hat verabsäumt, im Sommer sich darauf vorzubereiten, dass der zweite Lockdown, der jetzt angesagt wurde damals schon, dass der eintreten wird. Das kommt mir so vor wie der Herr Angstschober als Kapitän oder als Feuerwehrhauptmann, wenn ich weiß, im Herbst tritt die Waldbrandgefahr wieder auf, ein ganzes Jahr mit der Feuerwehr nicht übt. Also dann ist ganz klar, dass der Angstschober jetzt der ist, der aus der Regierung entfernt gehört. Da hört man jetzt eigentlich raus, dass Sie mit der Bundesregierung vielleicht jetzt nicht so sehr zufrieden sind. Stimmt das? Ja, die Umfragewerte sagen halt, dass die Regierung mit um die 50%, dass die Leute zufrieden sind. Bitte, diese Umfragewerte sind teilweise von Medien gemacht, die vom Bundeskanzleramt und von der Riesen-PR-Abteilung massiv gesponsert werden. Hat schon mal gegeben, einseitige Meinungsberichterstattung, und auch die Massenmedien jetzt haben sich auf die Regierung total verlassen, um ihre Presseförderungen zu bekommen. Die Regierung, der Herr Bundeskanzler ist ja ein armer Hund. Also mit der Chaotentruppe aus Grünen in der Regierung ist es ja unmöglich. Und das Beste, was man mir empfehlen kann, er soll die Chaoten aus der Regierung verabschieden. Nehmen wir nur ein Beispiel, die Frau Minister Gewessler. Infrastruktur. Umweltschutz ist wichtig, aber die soll in eine Brennnesselzuchtanstalt gehen, weil sie hat ja von der Wirtschaft, die sie zerstört, überhaupt keine Ahnung. Nehmen Sie das Beispiel MAN in Steyr. Dort warten 2500 Leute auf eine Entscheidung, wie es weitergeht. Das Umfeld mit vielen anderen Beschäftigten in der Region wartet auch, wie es weitergeht. Und die Frau Minister kauft weiter, nachdem sie auch für die Asfinag zuständig ist, MAN-LKWs. Keine Feuerwehr in Österreich kann ein Feuerwehrauto kaufen, wenn sie nicht die Marke MAN nimmt. Und das Bundesheer kauft auch wieder 400 MAN. Und von anderen Institutionen, staatlichen, ganz zu schweigen, alles kauft MAN. Dort drüben, die Armen sind die Leute. Und schlecht ist der Betriebsrat. Weil die haben mit dem Vorstand oder mit MAN, mit der Holding, einen Vertrag geschlossen, dass das Werk weitergeht. Nur, so ein Vertrag gehört geschlossen zwischen Land, Stadt und der MAN. Und mit dem Vermerk, wenn geschlossen werden sollte, dass alle Förderungen zurückbezahlt werden müssen. Und was ist passiert? Gar nichts. Die Leute stehen da vor Weihnachten, wissen nicht, wie es weitergeht. Ein furchtbares Chaos. Drum weg mit den Grünen aus der Regierung. Also wenn Sie jetzt einen persönlichen Weihnachtswunsch hätten an die Bundesregierung, was würden Sie sich da wünschen? Wir haben beim Bundesheer in den 60er, 70er und 80er Jahren noch die Raumverteidigung gehabt. Und unsere Regierung, also speziell die Grünen, betreiben jetzt perfekte Raumverteidigung. Sie verteidigen ihre Räume, dass sie auch nicht ausziehen müssen. Und als Eingreiftruppe, als Bereitschaftstruppe, muss man die Frau Minister dann erloben. Weil das Bundesheer muss jetzt alles ausbaden, was diese Chaotenregierung aufgeführt hat. Nehmen wir mal ein Beispiel, jetzt im Rahmen des Lockdowns die Unterstützung, Grenzsicherung ohne Bundesheer wäre meine arme Nation. Schon der folgende Vorschlag wäre, wir haben zum Beispiel in Äthiopien eine Bevölkerung, die täglich ums Überleben kämpft, die gibt es nichts zum Essen. Nehmen wir Libyen und Nordafrika, aber auch in Osteuropa sind die Lebensverhältnisse nicht so optimal. Aufgrund des Lockdowns werden jetzt in Deutschland, in Österreich, in Italien die Lebensmittelbestände Fleisch eingefroren. Die Tiere werden zuerst geschlachtet und jetzt wird das alles vernichtet. Warum kann nicht das Bundesheer gemeinsam mit dem Schönwetterverein EU und mit der NATO eine Luftbrücke organisieren? Wir haben in der NATO und in Österreich an die 200 Transportflugzeuge. Das wäre eine super Übung auch für unsere Piloten in der NATO und in der EU, um zum Beispiel nach Äthiopien eine Luftbrücke zu organisieren. Das noch vor Weihnachten. Da werden sie einmal richtig gefordert beim Schönwetterverein in Brüssel. Und dort die
hungernde Bevölkerung mit jenen Lebensmitteln zu versorgen, die jetzt in den Schlachthäusern und in den Tiefkühlhäusern vernichtet werden müssen, weil sie nicht verkauft werden dürfen. Österreich hat 4 Herkules-Transportmaschinen, die NATO insgesamt über 200. Das war doch eine einfache Aktion. Wenn in Afghanistan jemand mit der Steinschleuder schießt, dann schickt die NATO sofort dort eine Befreiungsarmee hin, tut ein bisschen dort Krieg führen. Verwundete und tote Soldaten werden dann in Plastiksack nach Hause gefahren. Warum kann man nicht jetzt als völkerverbindende Maßnahmen so eine Luftbrücke machen mit jenen Mitteln, die man leider jetzt vernichten muss? Was wünschen Sie sich vom Christkind? Die Chaotenregierung, also die Grünen weg aus der Regierung. Wenn wir jetzt dann so viele grüne Tannenbäume, da kann der Herr anschauen, was sie drunter stehen, was Weihnachtsmann und Huhuhu schreiben. Der Herr Kurz wird wahrscheinlich dann entweder die Absolute machen oder wechselt mit fliegenden Fahnen. Es gäbe in der SPÖ gute Leute, die da in der Regierung ohne weiteres Platz hätten. Eine Gesundheitsministerin, Randy Wagner, würde ich sofort unterstützen. Aber es gibt auch bei den Blauen etliche Leute, die gut sind. Hat es ja schon mal gegeben, eine gute Regierung. Schuld an dem ganzen Chaotenteam, an dem ganzen Desaster in Österreich, ist unser Ex-Vizekanzler, der HC Strache. Drum HC, geh mit deinem PC aufs WC.